Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Andorra von Fat Tony in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Andorra von Fat Tony, das Ganze heute am 7. Juni erschienen. Wir haben hier keine Box, aber dafür eine Vinyl Edition vorliegen. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier unten noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier auf diesem gelben Sticker in schwarzer Schrift: Limited Clear Vinyl 2 LP plus 2 exklusive Bonus Tracks auf 7 Inch inklusive Album CD, Download Code, Poster, Postkartenset und Sticker. Jawohl, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie aufschneiden. Hier abmachen. Ja, jetzt verabschiedet sich auch der Sticker. So, und so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Also, wir haben hier Fat Tony Andorra stehen und genau diesen haben wir dann hier auch abgebildet in einem wunderschönen Pullover mit Kette um den Hals, hier eine Sonnenbrille und in dieser Sonnenbrille spiegelt sich hier eine Autobahn und schwarz und gelb Panorama hier hinten, so Bergspitzen. Und darüber haben wir eine wilde Frisur und in dieser wilden Mähne spielt sich echt einiges ab. Also wir haben hier eine Flasche Rotkäppchen, diverse Personen, Schuhe, einen Globus, eine Gitarre, einen Hut, einen Fuchs, also eine Eistüte, jede Menge Sachen, die sich hier in den Haaren so abspielen. Okay, kurz zum Albumtitel. Andorra, das ist ein kleines Fürstentum zwischen Frankreich und Spanien. Ich glaube so um die 80.000 Einwohner und ist speziell so als Steueroase bekannt. Dann haben wir hier auch nochmal Fat Tony Andorra stehen. Und dann kommen wir zur Rückseite. Hier haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 3, 7, 10, 13 Tracks auf A, B, C und D Seite verteilt, also auf 2 Vinyls. Und wir haben hier Features. Und zwar haben wir hier Features von Dirk von Lozo. Das ist der Gitarrist und auch Sänger von Tokotronic. Und dann haben wir hier noch ein Feature von Casper. Jawohl. Dann haben wir noch die Infos zum Album, Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Okay, wir haben hier einmal die 7-Inch Bonus-Vinyl. Dann haben wir hier Postkarten. Was ich sehr spannend finde, was mir jetzt erst wirklich auffällt, die Sonnenbrille in diesem Fall ist gar nicht wirklich aufgedruckt auf dem Cover, sondern die wurde hier einfach mit Löchern gestaltet und das, was wir hier gesehen haben, dieses Gelb-Schwarz, das kommt hierher. Also durch dieses Vinylcover, durch diese Vinylhülle kommt dieses schwarz-gelbe zustande. Dann schauen wir nochmal hinein, was wir hier noch vorfinden. Okay, und dann machen wir nochmal die andere Seite kurz auf, dass wir wirklich nichts vergessen. So, jetzt sind wirklich beide Seiten ja geleert. So sieht das Ganze dann ohne Inhalt aus. Also jetzt ist die Brille entsprechend ja ohne Farbe. Hat auch was. So, dann machen wir die Vinylhülle mal zur Seite und starten wie immer mit den Vinyls an sich. So, erstmal ein bisschen Platz schaffen. Einmal, zweimal. Gut. Also, wir haben hier Vinyl Nummer 1. Die kommt hier in einem kompletten schwarz-gelben Design in dieser Hülle. Und hier haben wir dann jeweils diese Autobahn. Diese vier Spuren von Autobahn, die hier so ineinander verlaufen. Auf der Rückseite haben wir
sieht so ein bisschen nach so einem Raumschiff oder einem Kometen aus, also so Weltraumszenarien. Und dann kommen wir zu Vinyl. Jawohl, das gefällt mir auch richtig gut. Und zwar ist die Vinyl hier speziell eingefärbt. Wir sehen es, die ist fast schon durchsichtig und nicht in diesem klassischen Schwarz gehalten. Hier lesen wir Fat Tony Andorra A-Seite. Hier haben wir die ersten drei Tracks drauf. Und dann haben wir auf der Rückseite natürlich die B-Seite. Hier sind dann vier Tracks drauf. Okay. Dann packen wir diese Vinyl mal wieder in die Hülle. In diesem Fall gehen die hier oben rein. Ist ja meistens so, entweder oben oder rechts, aber in diesem Fall geht das Ganze hier oben rein. Gut, das war Vinyl Nummer 1. Und dann haben wir Nummer 2, die auch wieder in schwarz-gelb gestaltet ist. Hier komplett, ich dachte es erst Space Invaders, aber wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man hier meines Wissens Fat Tony, der hier gerade seine Sonnenbrille zurechtrückt oder aufsetzt. Ganz, ganz schwer zu erkennen, aber ich glaube, ihr könnt es ungefähr erahnen. Auf der Rückseite haben wir hier, das dürfte wohl Clint Eastwood sein, der hier auf seiner Veranda sitzt. Sieht nach Gran Torino aus, hier Clint Eastwood an der Veranda zu sehen. Okay, gibt ja auch einen Crack dazu, zu Clint Eastwood, sehr schön. Und dann haben wir hier Vinyl Nummer 2, die natürlich auch in diesem durchsichtigen Look, hier C-Seite, Seite C, drei Tracks. Und dann haben wir die D-Seite auch wieder mit drei Tracks. So, dann packen wir auch die Vinyl mal wieder zurück. Das war es jetzt soweit zu dieser Doppel-LP, zu dieser Doppel-Vinyl. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Bonusinhalten. Wir haben hier einmal das Album Andorra mit dabei. Und zwar kommt das hier in so einer Papphülle, in so einem Sleeve. Ja, Cover ident wie auch schon das der LP. So sieht das aus. Sehr schön. Also auch hier wieder die 13 Tracks abgedruckt. Und die CD sieht dann so aus. Ja, wie soll das anders sein? Auch hier wieder in Schwarz und Gelb. Also, Album-CD in der Papphülle. Damit nicht genug. Wir haben auch noch diese Bonus-Vinyl. Und zwar diese Single, diese 7-Inch. Hier haben wir den Interpreten abgebildet, Fat Tony, in diesem wunderbaren Pullover, der ja auch auf dem Cover zu sehen ist, allerdings da eben in Schwarz-Weiß, hier in seiner ganzen Farbenpracht. Ja, so gemäldemäßig, erinnert ein bisschen an das Cover damals von Yo Picasso. Und dann haben wir hier zwei Tracks, und zwar einmal Drittstärkste Kraft und No Cabo Gang. Okay, beide von Dexter produziert. Und das Cover stammt von Amelie Göppel. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl, auch diese kleine Vinyl hier ist in diesem durchsichtigen Look, in diesem durchsichtigen Design gehalten. Sehr schön. Also das hat man hier wirklich durchgezogen, bis zur Vinyl sogar. Also bis zur Single-Vinyl. Sehr schön. Dann haben wir hier diesen kleinen Zettel, quadratisch, mit dem Cover drauf. Und auf der Rückseite haben wir dann den Album-Voucher, den Album-Download-Code. Also hier haben wir die Beschreibung, besuche den Store, gib den Gutscheincode ein, klicke auf Go, Download und Album-Download beginnt. Jawohl, also, somit habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze auch noch runterzuladen. Das freut mich immer sehr, weil man das Ganze auch nochmal in digitaler Variante mit dabei hat. Dann haben wir mit dabei drei Postkarten und die sind hier auch komplett aus dieser Cover-Grafik entnommen. Ich glaube, dass man das, jawohl, die kann man sogar so zusammenlegen. Ihr seht, das ergibt dann diese wunderbare Haarpracht von Fat Tony, die wir von dem eigentlichen Cover kennen. Sehr schön. Und auf der Rückseite natürlich entsprechend in diesem Postkarten-Layout. Bedeutet, hier oben rechts kommt dann die Briefmarke hin und hier diese Zeilen, da könnt ihr dann den Empfänger draufschreiben und links dann natürlich euren Text. Ja, da könnt ihr schön Postkarten schreiben oder ihr lasst das einfach so. Hängt es euch an die Wand irgendwie, diesen Dreiteiler. Dann haben wir noch mit dabei einen Sticker,
einen Sticker in quadratisch, hier einfach mit dem Albumcover drauf. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Und auch hier haben wir dann das Albumcover drauf. Also Fat Tony hier mit diesem Haardschungel auf dem Kopf. Ja, nachdem der gute Mann ja aus München kommt, aus Bayern, haben wir hier auch einen Hut und auch eine Brezel. Das ist natürlich besonders schön. Ja, so viel zum Poster. Das Ganze ist quadratisch und einseitig bedruckt. In meinen Augen, soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall die prall gefüllteste Vinyl Edition, die ich je hier vorgestellt habe. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster quadratisch einseitig bedruckt. Dann haben wir diese drei Postkarten hier, die man zu einem Gesamtbild hier auflegen kann. Der Album-Download-Code für das Album in digitaler Version. Dann einmal das Album an sich in der CD-Variante in dieser Papphülle. Einmal dieser Sticker hier quadratisch. Die Bonus-Vinyl, die 7-Inch-Vinyl mit zwei Tracks drauf. Sowie natürlich Vinyl Nummer 1 und Vinyl Nummer 2, A, B, C und D-Seite mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl. Und was mir jetzt bei dem ganzen Inhalt, was ich fast vergessen hätte, wir haben hier auch noch die Innenseite der Vinyl, also das Gatefold hier zum Aufklappen natürlich. Und hier, wie ihr sehen könnt, haben wir die gesamten Tracks plus natürlich die Lyrics dazu abgedruckt. Das gefällt mir auch nochmal richtig gut. Man hat hier wirklich jeden Track Wort für Wort erfasst, kann den hier mitrappen, nachlesen, wie auch immer. Plus wir haben dann hier auch nochmal im Detail die Credits zum Album. Also wer war daran beteiligt, wer hat da mitproduziert, gemixt, gemastert, was auch immer. Also das ist hier nochmal komplett im Innenleben dieses Gatefolds hier nachzulesen. Sehr schön. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Andorra von Fat Tony. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fat Tony unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.